In diesem Video wollte ich euch eigentlich nur zeigen, wie man seinen DNS-Cache löscht. Das mache ich jetzt auch als erstes. Es gibt aber noch einen kleinen Anhang für die, die es interessiert, wie viele DNS-Anfragen ein Computer so verschicken kann. Also, wir wollen den DNS-Cache löschen. Das kann zum Beispiel notwendig sein, wenn man irgendwie einen Domain-Umzug hat und die IP-Adresse jetzt sich geändert hat. Oder man benutzt einen dünnen DNS und da wird ja eine regelmäßige Änderung getriggert und hat Windows dann quasi in seinem Cache irgendwie was gespeichert, was nicht mehr aktuell ist. Dann sollte man den leeren. Bevor wir jetzt anfangen, werde ich aber mal den Befehl ipconfig display-dns ausführen. Dazu gehe ich mal hier auf Start und suche nach cmd. Dann findet man die Command-Prompt. Die kann man direkt ausführen. Oder eine Alternative ist, Windows und R zu drücken, dann da unten cmd einzugeben und einfach mit Enter zu bestätigen. Jetzt kann ich einfach ipconfig display-dns eingeben. Das kopiere ich mir jetzt einfach mal raus, rechtsklick hier rein und Enter. Ja, dann sehe ich, was alles so für Anfragen schon gespeichert sind. Und das sind Anfragen der letzten paar Minuten erst. Nehmen wir jetzt hier mal als Beispiel usefulwit.com und hier unten sehe ich dann die IP-Adresse, die er dafür gespeichert hat. Würde die sich jetzt ändern, würde mein PC immer wieder versuchen, auf diese IP zu kommen, obwohl vielleicht die Domain schon wieder eine andere IP bekommen hat. Um genau dem jetzt vorzubeugen, dann einfach ipconfig flushdns. Machen wir jetzt auch mal hier mit dem Rechtsklick rein. Ihr findet natürlich die Befehle copy und paste freundlich in der Videobeschreibung. Und hier steht jetzt successfully flushed DNS Resolver Cache. Hier unten werde ich jetzt einfach nochmal Display DNS ausführen und jetzt ist dann nichts mehr drin. Could not display ist in dem Fall keine richtige Fehlermeldung, der ist einfach leer. So, jetzt würde ich mal meine Webseite einfach neu laden, damit ihr seht, wie datenschutzfreundlich die ist. Einmal neu geladen, das ist nur die Startseite und jetzt mache ich nochmal Display DNS. Ich habe keine Tracker und sowas drauf, zumindest nicht auf der Startseite. Das heißt, der wird jetzt tatsächlich nur diese beiden Adressen hier im Cache haben, einmal die IPv6 und einmal die IPv4. Wenn ich jetzt mal eine Seite aufmache und einen Beitrag aufmache, da ist dann zum Beispiel schon mal was drin von YouTube. Das soll jetzt noch nicht so viele kommen, aber zum Beispiel habe ich hier von Amazon was drin. Und wenn ich das jetzt nochmal quasi mir anzeigen lasse, dann sieht es schon abenteuerlicher aus. Also zum Beispiel habe ich hier blogliste24.at, das ist rechts diese Linkliste, die versucht er dann aufzulösen, topblogs.de und so weiter, Akamai, Let's Encrypt, klar, da muss er die Zertifikate verifizieren, also das geht echt ab hier, was die DNS-Anfragen angeht. Wenn ihr jetzt denkt, boah, der will aber viel wissen hier auf seiner Seite usefulwit.com, ja, dann zeige ich euch mal was. Ich flush den nochmal. Gehen wir mal auf spiegel.de zum Beispiel. Das habe ich jetzt vorher nicht probiert, aber ich würde ja fast meine Hand für ins Feuer legen, dass es jetzt erst so richtig abgeht. Ich habe auch keinen Adblocker drin, also von daher sollte der jetzt mal richtig abfeuern. Ich habe es gelöscht gerade, ihr habt es gesehen. Die Seite lädt im Hintergrund und ich mache nochmal Display-DNS. So, guten Morgen, würde ich sagen, oder? Ja, also von daher bin ich ganz beruhigt, dass meine Seite da doch recht datensparsam ist. Komm hier mit dem Scrollen gar nicht mehr hinterher. Also da ist Abfall. Gut, Support Mozilla.org kommt wahrscheinlich jetzt gar nicht von spiegel.de. Wahrscheinlich ist das einfach die Update-Anfrage, die er dann immer schickt. Aber der Rest, sieht man schon, ist viel CloudFront, Spiegel und sowas. Ja, also so viele DNS-Anfragen feuert euer PC ab, wenn ihr eine Webseite aufruft. Meine Empfehlung ist übrigens Pi-hole. Verlinke ich euch mal ein Video von Sample-Video, wie man quasi seinen DNS-Server selber betreibt. Ja, langes Video jetzt geworden. Eigentlich wollte ich euch nur diese zwei Befehle zeigen. Flush-DNS, Display-DNS. Trotzdem fand ich es dann interessant, jetzt hier gerade beim Video erstellen, ja, was hier so alles an DNS-Anfragen geschickt wird. Und bei Pi-hole hat man die Möglichkeit, diese eben zu blocken, wenn das solche Werbetracker sind.